So, Freunde der Nacht und willkommen zu Grey, dem Horror-Let's Play, Let's Shock und was auch immer für diesen Sonntag und für die nächsten 10 Milliarden Sonntage. Ja, ist ein Half-Life 2 Mod, wie Nightmares 2 und ich habe eine schöne Familie. Das Bild ist verwirrend und ich habe kein Fenster, was ist das denn für... Und eine nicht definierbare Lichtquelle. Egal. Wir schauen uns hier mal um. Da ist nichts. Das sieht aus wie ein Schlüssel. Aber ich könnte ihn aufheben, wenn das ein Schlüssel wäre. So. Oh Gott, was ist das? Ja. Das ist nicht seine Wohnung. Also wir sind in der Vorgeschichte. Ach du Scheiße. Alter, wie Psycho die aussehen. Heilige. Diese Vorgeschichte wäre schon nicht schlecht gewesen. Aber vielleicht... Alter! Ich will da nicht rein! The fuck? Hallo? My little Anita. No. Was ist das? Das müssen wir hier tun. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit meiner Tastatur. Ich drücke immer die falschen Tasten. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich irgendwie immer falsche Tasten drücke. Oder fluche, deswegen. Alter. What the fuck? What have you done? Oh Gott. Alter. Es geht schon gut los hier. Boah. Like, wen? Ah. Home. Und F1. Also ich habe gerade F1 gedrückt, es passiert nichts. Macht's Spaß? viel Spaß. Was? Alter, was ist das denn? What the fuck? Why did I just... Ich hab Angst. Was ist das hier? X. Was ich ausgelöst habe, die Tür ist zu. X. Ist hier noch eine X? Ich habe keine Ahnung, ob das gerade richtig... Das war richtig. Ha! Lol. Ich kann mich nicht im Spiegel sehen. Ich bin ein Vampir. Das ist ja sehr schön. Hi. Hallo. Hi. Die Party wird wohl ziemlich hart gewesen sein. Ich verschwinde. Oh nein. Ihr wollt mich doch wohl... Oh Gott. Masken. Oh. Heilige Scheiße. Ja, Gott. Okay, hier gibt's was zu lesen. My head was pounding. My hands worked automatically, scrubbing themselves again and again. Slowly, the thunderstorm within the head began to recede. The bar was quiet, silent even. Had they closed while I'd been in the bathroom? I'd lost track of time. I need to find where everyone has suddenly gone. Get back to the normality. Okay. Tip. Batteries increase your flashlight's field in a few while also reducing its change of flicker. Alles klar. Also Batterien helfen uns ein bisschen. Na, umso weiter. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe natürlich wieder vergessen, mich irgendwo auszuloggen. Jetzt habe ich aber wenigstens Steam mich auf Online gestellt. Aber Origin habe ich natürlich vergessen. Ach, Mann. Und Skype auch, aber da kommt kein Ton mehr. Dafür habe ich gesorgt. Hi.
Hallo? Das bin ich. Das bin ich. Wer bin ich denn? Sind das Augen? Und eine Alter. Krass. Das sind eindeutig. Guck das mal an, das sind eindeutig Augen. Hier, da, eins, zwei. Alter. Soll keine Augen sein. Das ist eine wunderschöne Bar. Boah. Wow. Alter, jetzt habe ich mich vor der Hand erschreckt. Lass das. Oh. Oh, ich wollte nur mal auf ein Damenklo. Hier gibt es nichts. Ich mag das nicht, wenn die Türen sich selbst schließen. Aber solange das Licht noch nicht anfängt zu flackern. Oh. Die Bar. Es ist keiner mehr da. Psst. Nicht so rum. Bummbillen, wie auch immer es ist. Ich habe eine Mütze auf. Das Where is everyone? Did they close up? Ich bin nicht dazwischen. Hold tab periodically to see the current FD. Also ich muss es lange halten, um zu sehen, wo was ist. Das ist eine riesengroße Bar, aber irgendwie total sinnlos. Da sind zwei Bänke, da ist eine Bank, aber der Rest hier ist alles frei. Ist das ein Tanzbau oder was? Ja gut, da kommt das vielleicht hin. Oh, was gibt's denn heute? Siehst du, das meine ich mit den Tasten drücken. Fit to be fried. Okay, Chicken Wings, Mozzarella Sticks, Fried Roll, was auch immer. Sam's Sampler, keine Ahnung. Ich kann es schlecht lesen. Ist irgendwie verpixelt halt. Oh, guck mal. Alles klar. Müssen wir vielleicht in die Tür da hinten? Da hingen mal Stiefel. Okay, ich komme hier rein. Super, natürlich, ich komme in den Hausmeisterbereich. Ist logisch. Natürlich! Ich komme sogar in den Raum des Hausmeisters. Ich meine, wieso auch nicht? Ich hasse es, wenn die Türen sich schließen. Ist das ein beklopptes Zimmer? Sieht was, wenn ich da dran fasse? Alles klar. Man kann da nicht dran fassen. Ich meine, bei 240 Volt, was sollte schon passieren? Freezer. Okay, das ist die Kühlkammer. Oh, this is disgusting. I'm never eating here again. Okay. Wer weiß, wie lange wir hier schon rumliegen. Nein! Bleib an! Ich sag dir, bleib an! Du blöde Lampe. Oh Mann, ich will da nicht hin. Lass mal gucken, was denn... Du hast mich. Storage, natürlich. The lock is jammed. Also, die Tür jammt von Zeit zu Zeit. Ist nichts. Nur leere Office. Hi. Oh. You found a key. Ey, das macht mich wahnsinnig mit den Türen. It's locked from the other side. Du kommst da nicht rein. Kann ich nicht irgendwas aufheben? Ach, bei Half-Life hätte ich immer die Freiheit geliebt, alles zu zerstören und durch die Kanne zu werfen. Das war mäßig bei solchen Spielen. Weißt du, das ist so ein bisschen Aufmunterung. Man hat ja sonst nix. Ja, ich habe gedacht, vielleicht kann man damit den Schlüssel verwenden. Aber vielleicht müssen wir einfach in den Exit. Also ich glaube, wir liegen hier schon eine ganze Weile rum. Was heißt, dass der sich hier gegeben hat? Nicht mehr, weil der Automat funktioniert. Das ist ja super. Oh. Oh Mann. Natürlich ist es mitten in der Nacht. I feel like I should go to the repair shop. Ja, besser ist es. Might be someone there who can help me. Ich hoff's doch. I hate it, but the service tunnel under the house is the shortest way there. Oh Gott, ist das denn ernst? Wo ist denn der Tunnel? Ja, da lang. Und was ist hier? Was ist das hier für eine Stadt? Die ist ja hässlich. Die ist ja hässlicher als meine Heimatstadt. Und meine ist ja schon echt übertrieben kacke. Hallo? Hi, ist das der Repair Shop eventuell? Das sieht irgendwie wie ein Repair Shop aus. Okay, ist aus, als ob ich mitnehmen könnte. Hi. Boss sent me here to get some replacement drill bits once. Okay. Ich hoffe, ihr versteht das alles, aber ich bin jetzt auch eigentlich zu faul, das alles zu übersetzen. Ich nehme es einfach mal an, dass ihr das verstehen könnt. Ich habe es schon verstanden, aber wie gesagt, ich bin jetzt zu faul, das zu übersetzen. So, hier ist also auch nichts weiter. Oh
Mann. Ich hasse solche Spiele. Wo mache ich das immer wieder? Ist auch nix. Fuck. Someone jammed the lock. I'll need to cut it off. Ach so, man kann ja keinen anderen Maybe Weg suchen. I'll find something useful in the tool shop down the alley. Aha. Was ist das hier? Nichts. Na, warte mal ab. Natürlich. Natürlich. Alles zu. Mein Gott, wenn ich hier wohnen würde, was ich natürlich niemals tun wollte, guckt euch die Scheiße hier mal an. Ne. Also da würde ich wahrscheinlich auch alles zuschließen. Ich meine, außerdem um die Zeit, ich weiß nicht, wie spät es ist, aber es sieht aus wie spät. So, wir müssen also eine Zange finden. Ich habe hier doch eben eine gesehen. Okay, das ist sie nicht. Schade. Stimmt, ist ja keine Zange oder so. Oh, vielleicht das Ding. Lol. Alles ist das Ding riesig. Excellent. Aber gut, A bolt cutter. Jo, der könnte nützlich sein, ne? Ah, ja gut, so die Dinger sind echt riesig groß, echt. Gehen wir von der Teile bis zum Gobbe. So, wo war die Tür? Hier, ne? Schwuppdiwupp. Klick, klick. Huch. Ladebildschirm. The note on the floor made me stop that. It seemed so innocuous. But somehow, I knew it was meant for me. I had been placed here, waiting for my apparently invincible arrival. The letter gave only one clue, an address at block 12. Still, the cursive handwriting seemed hauntingly familiar. Ich weiß, ich bin so super in Aussprachen, aber es sind noch Wörter dabei. Ja, ja, da denkt man sich, ach du Scheiße. Geht's nicht einfacher, verständlicher? Ach ja, auf Deutsch gibt's es noch nicht. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt mal in Deutsch kommen wird. Ich glaube ja nicht. Das habe ich gar nicht den Tipp gelesen. Ach so, ein Mist! Nur weil ich hier... Na, super. Was ist das hier? Ach ja, die Aufnahme wird heute nicht allzu lang. Weil ich mit... Nein! Gut. Ich mit den anderen noch Jump'n'Run jetzt aufnehmen werde. Deswegen nicht zu lange machen kann. Ja, ich habe aber noch Zeit. Oh, ich brauche was Lichtmäßiges. Wer ist denn? Was ist das denn? Oh, ein Taschenlicht. I hope this flashlight has batteries. Das hoffe ich auch. F, ne? Oh! Ist hier irgendwo eine Batterieanzeige? Das wäre nett, wenn man sich das mal anzeigen lassen könnte. Mhm. I'm going to love this. Ich nicht. Wer klebt denn das da falsch rum auf? Mann, Mann, Mann. Kein Anstand, die Leute hier in dieser Stadt. Ich will nicht mehr. Oh mein Gott. Ja. Yeah. Hier machen wir das Licht besser wieder. Bäh. Wie sieht es wieder aus? Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe mich schon extra darum bemüht, die recht leise zu machen. Ja, wird man ja dann sehen. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut, aber ich habe sie jetzt auf 3 gestellt. Und, also für mich ist es annehmbar. Also angenehm, aber. Man weiß ja nie, ne? Do not block the door. Ich hoffe, die haben sich dran gehalten. Natürlich. The streets were much cleaner. Now. Platinum Metal Works. Ich glaube trotzdem nicht, dass diese Stadt schöner wirkte. Mal durch darüber. Ach, die Büsche. Stimmt, es sind ja Büsche. Man kommt da nicht durch. Scheiß drauf, wir gehen hier lang. Na klar, es ist alles zu. Meine Fresse, wie lange habe ich denn im Dreck gelegen? Oh Gott, diese Stadt ist doch echt... Bah! Oh! Hallo? Auf? Hallo! Ich weiß, ich brauche das nicht, aber aufmachen kann man es doch schon mal. Nein, dann halt nicht. Hallo? Oh. Ich hoffe, das ist Farbe. Oder Ketchup oder so. Nee, nicht das, was man normalerweise denkt. Blut oder so. Fände ich jetzt nicht schön. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust auf Blut. Okay, das ist ein Horrorspiel. Ich habe mich fast drauf eingestellt. Okay.